Stardye! Liebe Leute, so nennt sich Projekt Nummer 2 in der neuen Let's Play-Reihe meiner Wenigkeit Nonsense RPG aka Koshi. Ich spiele dieses Spiel für euch, denn dieses Spiel ist genauso wie der Gelbe Adler ein RPG-Maker-Spiel und deshalb absolut richtig auf meinem Kanal. Des Weiteren ist es genauso wie der Gelbe Adler eine Vollversion und es ist genauso wie der Gelbe Adler blind gespielt. Gemacht wurde das Ganze von Andy86, wer kennt ihn nicht? Ich. Und deshalb kann ich dazu eigentlich auch nicht viel sagen. Ich bin einfach gespannt auf dieses Spiel. Hab nicht viel gesehen, nur ein paar Screenshots. Dort habe ich Mac and Bloom Mapping entdeckt und deshalb habe ich mich für dieses Spiel entschieden. Wegen was anderem nicht. Ja, Mac and Bloom Mapping. Ich mag Mac and Bloom und deshalb würde ich sagen, wir tauchen einfach ab ohne langes Tamtam. Ich richte noch kurz etwas aus, damit die Soundqualität hoffentlich optimiert wird und dann geht es auch schon los, indem ich den Enter-Knopf vorher noch ein wenig reibe, massiere und verwöhne, damit er mich auch nicht im Stich lässt, wenn ich ihn gleich drücke, um abzutauchen. Und los. Oh, das war gut. Okay, tut mir leid. Okay, wir geben dir die Richtung durch, in die du tauchen musst. Dann müsste alles klar gehen. Bist du fertig? Over. Ja, ich bin soweit. Over. Rechts. Ach, ich darf jetzt gleich. Ach, ist das. Ich werde mitten ins Spielgeschehen geschleudert. Nein, ist das toll. Nach unten. Ja, ich kann gerade nichts viel dazu sagen, da ich überhaupt nicht weiß, was ich hier mache, warum ich das mache und was die Illuminaten damit zu tun haben. Deshalb, ja, ich würde sagen, tauchen wir einfach mal. Folgen wir einfach mal dem bisher überaus spannenden Plot, denn er wird uns schon irgendwo hinbringen. Wahrscheinlich an den Grund des Meeres. Geradeaus. Oh, jetzt aber. Zoom-Effekte. Ja, nach rechts. Was ist das da vorne eigentlich? Vielleicht eine gigantische Mine. Das könnte sein. So, nach unten und hier. Nach oben werden wir wahrscheinlich nicht tauchen. Ich bin auf dem Boden angekommen. Moment, das war Fragezeichenmann. Ich bin auf dem Boden angekommen. Over. Fragezeichenmann redet so. Yay, und dort ist Fragezeichenmann. Er ist ein Taucher. Wer hätte denn das gedacht? So unter Wasser, ein Taucher. Ich dachte, wir spielen einen Goldfisch. Ich dachte, wir spielen Nemo, auch wenn er kein Goldfisch, sondern ein Clownsfisch ist. Aber na, ach, wir können rumlaufen. Na, das ist ja toll. Also, ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier Fragezeichenmann, Taucher, Guy, wie nennen wir ihn denn? Entferne ich nicht so weit. Over. Fred. Genau, ich bin Taucher Fred. Oder Spitzname Freddy. Freddy Mac Fishface. Genau, Freddy Mac Fishface. Der Taucher. Taucher aus Leidenschaft. Taucher aus, wahrscheinlich aus finanziellen Nöten, denn man muss ja halt irgendwie Geld verdienen, ne? Ja, und mir ragt ein gigantischer Strohhalm aus dem Kopf. Wahrscheinlich versuchen gerade Aliens damit mein Hirn zu essen, aber naja. Ich würde mal sagen, wir müssen hier rein, denn das sieht ja absolut unverdächtig aus und deshalb gehe ich einfach mal da rein. Ich habe eine Art Ruine gefunden. Hier sind aber nur ein paar Wände und etliche Schiffswracke. War wohl nichts mit Korallenriff. Over. Na, großartig. Willst du dich denn noch dort umsehen? Vielleicht findest du am Bord der Schiffe noch irgendwelche Wertgegenstände. Over. Ja, werde ich tun. Es kann ja nichts passieren. Na, zum Glück ist das kein Rollenspiel. Over. Okay, dann suche ich doch immer nach Wertgegenständen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nur ein paar verbrauchte Tampons und ja, gebrauchte Tampons. Gebraucht, verbraucht, ist ja wurscht. Hier ist ebenfalls nichts. Nein, was haben wir hier? Ach, eine seltsame... seltsame Schatulle, die irgendwie wertvoll aussieht. Nein. Edelsteine. Nein, nein. Nichts. Ist auch kein Wunder, dass wir hier nicht wirklich was finden, denn, naja, Schiffswracke würde ich das nicht nennen. Das sind eher zerbrochene Nussschalen. Also, die Boote, ich möchte sie nicht Boote nennen. Diese Treibholz hier. Sieht nicht wirklich so aus, als ob da irgendwann mal was Wertvolles transportiert wurde. Das einzigste Verdächtige ist sowieso dieses Loch deiner Wand. Ich meine, das einzigste, was absolut unauffällig ist, ist dieses Loch in der Wand. Ja, was muss ich nur tun?
Ich habe jetzt die ganze Wand abgetastet und es passiert nichts. Oh nein, ich glaube, es ist ein Bug. Ach, kommt. Oh nein, wer hätte damit gerechnet? Ich habe hier an der Wand etwas gefunden. Sieht aus wie eine Klappe. Soll ich sie mal aufmachen? Over. Ja, bitte. Dann war das hier wenigstens nicht ganz umsonst. Für den Fall, dass du dahinter was findest. Over. Es ist das Monster von Loch Ness und es zieht mich in die Wand. What the fuck? Verdammt, das ist eine fette Strömung. Bitte zieht mich sofort hoch. Over. Was ist los? Unternehm... Moment, das war ja nicht die richtige Stimme. Ich muss kurz was trinken. Das passt ja auch zu diesem Unterwasserabenteuer, nicht wahr? Salzwasser. Supi. Was ist los? Unternehmt was! Over! Ich habe immer noch Zeit, over zu sagen. So viel Zeit muss einfach sein. Immer schön förmlich bleiben, ne? Tut uns leid, die Kurbel rührt sich nicht. Wir können dich nicht hochziehen. Over and out. Für dich. Ja, tja, scheiße gelaufen, wa? Ja. Moment, es sind eins... Oh, Moment, jetzt bin ich, glaube ich, mit dem Mikro gegen die Box. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Buchstaben beinhaltet das gesuchte Wort. Spielen wir doch einmal Kreuzworträtsel. Welches Schimpfwort suchen wir denn mit vier Buchstaben? Sieben Buchstaben. Wie komme ich auf vier Buchstaben? Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wie fangen wir denn am besten an? Wie wäre es denn mit Fick? Fick ist immer ein guter Anfang. Damit haben wir schon vier Buchstaben. Jetzt brauchen wir noch drei. Fick Frosch geht nicht. Tja. Nee, ich glaube, es ist mal nichts mit Fick. Oh mein Gott, ich bin echt entsetzt, dass es nichts mit Fick ist. Das ist ja gar kein richtiges Schimpfwort, also. Was könnte er sagen? Wie wär's mit Idioten? Ich schau mal nach. Idioten. Ja, hat genau sieben Wörter. Also ist das gesuchte Wort höchstwahrscheinlich Idioten, da es ja auch in der Mehrzahl ist. Durch dieses Ihr wird uns ja Plural vorgegeben. Und deshalb denke ich, dass das gesuchte Wort Idioten ist. Damit wurde auch dieses schwere Rätsel gelöst. Der Rest dieses Spiels wird sicherlich ein reinster Kindergeburtstag werden. Tausendmal habe ich gesagt, wir brauchen eine Kurbel mit Motor. Entschuldigung, ich weiß nicht, was jetzt gerade in mich gefahren ist, aber ich wollte dieses Wort einfach lösen. Falls mal was passiert. Over. Ihr Wichser. Game over. Verdammt. Moment, er redet? Er redet, glaube ich, noch. Verdammt, jetzt auch noch Wasser als Funkgerät eingedrungen. Ich glaube, das war's dann wohl. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Tschüss, Barney, der lustige Dinosaurier. Tschüss. Nachmittagstalkshows. Tschüss, Welt. Sonst wird sich wohl niemand um mich sorgen. So, scheiße gelaufen, wa? Blup. Der hat in das Loch gepasst? Wie ging das vonstatten? Er muss in der Mitte zusammengeklappt sein, wie so ein Klappstuhl. Die Begleiter des Tauchers konnten ihn nicht retten. Er war zwar über ein Seil mit dem Schiff verbunden, die Strömung war jedoch so stark, dass sie ihn nicht hochziehen konnten. Die Küstenwache wurde alarmiert, jedoch konnte nie eine Leiche gefunden werden. Man erklärte das angebliche Riff von nun an zu einer Zone, in deren Nähe nie wieder ein Schiff kommen sollte, um solche Vorfälle für immer zu vermeiden. Meine Damen und Herren, das waren die Spätausgaben. Jetzt geht es weiter mit den sexy Sportclips hier in ihrem DSF. Übrigens hat das Spiel an dieser Stelle mal kurz erwähnt, eine der hübschesten Textboxen, die ich bisher in Maker-Spielen gesehen habe. Wirklich, ganz ehrlich, also ich finde die echt knorke, sieht echt hübsch aus und ja, Respekt ist das falsche Wort. Kompliment, genau, das habe ich gesucht. Kompliment an den Ersteller dieser Textbox, die ist wirklich ganz beautiful and amazing, darling. Sie hat auch genug Drama, um es noch weit zu bringen in ihrer Model-Karriere als Textbox-Model. Und ja, ich rede ganz schön viel Scheiße, aber gerade eben war noch kein Text da, aber jetzt ist wieder Text da. Und zwar sagt uns Fragezeichen von Fragezeichen. Hallo? Hey, bitte steh dich auf. Ich habe jetzt schon mindestens 20 Liter Wasser aus deiner Lunge gepumpt. Natürlich.
Bitte sag nicht, dass du tot bist. Bitte steh endlich auf. Sag mir, dass du lebst. Ich meine, deine Pupillen färben sich schon, deine Haut verfärbt sich schon, deine Pupillen, deine Augäpfel drehen sich nach hinten, du blutest aus allen Körperöffnungen, aber du bist doch nicht tot, oder komm. Anderer Fragezeichen. Hey, hast du was gesagt? Ja, ich sagte, Komm zu dir. Kannst du mich hören? Bitte mach endlich auf.